Moin und willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition Randomizer. Pokémon, wir dürften jetzt eigentlich in die Arena zu Arti kommen können, oder? Es dürfte doch jetzt gehen. Haben wir denn überhaupt Tränke oder so dabei? Ihr habt das Spiel schon länger mehr gespielt. Es kam auch in den letzten Tagen leider nur alle zwei Tage eine Folge, wenn überhaupt. Das einfach daran liegt, dass ich aktuell zum einen gerade ein bisschen krank bin, ein bisschen angeschlagen und zum anderen mega die Klausurphase gerade habe. Warte, was war denn das hier mit den Beuteln? Ja, ich habe noch... Ah doch, Tränke bin ich ausgestattet. Das ist gut. Also eigentlich haben wir nichts zu verlieren, oder? Unsere Pokémon, sind die ready? Na gut, können wir nochmal in the center gehen. Aber das dürfte sich jetzt ändern. Also vielleicht noch ein paar Mal, dass nur alle zwei Tage in Folge kommt. Aber dann ist ja auch bald Weihnachten tatsächlich. Da könnt ihr euch ja schon auf unserem Kanal auch auf was freuen. Zu Weihnachten. Naja. Da freue ich mich zumindest schon drauf. Bin gespannt, wie das wird. So, heilen wir uns nochmal kurz. Jo. Und dann kommt ja auch schon in ein paar Tagen Xenoblade raus. Das wird sehr, sehr lustig. Ich streame ja auch gerade Assassin's Creed ein bisschen, also falls ich Zeit habe, das habe ich ja eineinhalb Stunden, ich streame es durchgehen. Das wird wahrscheinlich am Wochenende wieder kommen oder wenn ich vorher schon Zeit habe, vorher schon. Aber jetzt halt aktuell wieder Schule, aber am Wochenende habe ich da halt viel Zeit für und um ein bisschen so die Zeit zu Xenoblade zu überbrücken. Ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel durchspielen werde. Und dann ist halt Xenoblade da, ne? Und Xenoblade wird so das beste Spiel ever. Da werde ich, glaube ich, viel streamen und auch viel aufnehmen. Da habe ich mir extra die Elgato geholt, ja? Ich habe jetzt hier eine Elgato. Ich habe die ja nicht hier rumliegen, ich habe die eingebaut, ich habe ja die Pro. Aber wenn ich damit noch so leichte Probleme habe, tatsächlich, mit OBS und dem generellen Programm. Oh Gott, ich kann mich an diese Arena noch erinnern. Die habe ich nie wirklich gecheckt. Also gecheckt habe ich sie schon, aber ich fand sie immer doof. Hat's real gemacht. Ja, warte mal. Ihr seid alle Käfer. Da habe ich doch gesagt, Lavados. Ja, gut. Passt. Das dürfte eigentlich ein relativ schneller Durchlauf werden. Die Kämpfe, die in der Arena von Stratos City ausgetragen werden, sind so schön, dass man sie schon fast als Kunst bezeichnen kann. Naja, naja. Wenn du das so siehst. Filippo. Der liebe Filippo. Was war das denn? Ach ja, aber das Problem habe ich ja manchmal noch. Ich muss für mich das Ganze ein bisschen leiser machen. So, Feuerwirbel dürfte eigentlich reichen. Aber ich habe drei Attacken, die einfach sehr effektiv gegen euch alle sind. In your face. Locker easy. Ein Strawickel ist doch kein Gegner. Ein du. Ich finde das Design, ich mochte das früher nicht, aber ich finde das Design inzwischen eigentlich sogar ganz cool. Aber an irgendjemand erinnert es mich auch. Ich weiß nicht mehr an wen, aber... Oh, ist das dämlich einfach nur. Ich hasse solche Gegner, die sowas einsetzen. Einfach Zeit schinden, ja? Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich sollte, glaube ich, noch Gegengift kaufen. Boah, ist das dumm. Aber habe ich nicht noch Bären, die gegen Gift sind? Oder habe ich nicht noch ein Gegengift sogar? Ah. Dann hören wir jetzt einfach mal, dass das reicht. Eine Beere muss noch reichen, bis ich beim Arena-Leiter bin. So. Ich schätze mal, jetzt geht die Tür vor mir auf. Jo. Nice, und da ist er. Weg. Hallo. Geh mal da durch. Jo. Du trittst auf den Schalter und wer erscheint? Ich. So, und deshalb musst du nun gegen mich kämpfen. Ja. Was ist eigentlich das Problem mit den Leuten, die einfach aus dem Boden rausschießen? Kampf! Gibt es sowas wie eine Kampfsucht? Wahrscheinlich. Es gibt alles. Aber wie heißt denn das dann? Boah, die sind auch alle noch ein Level höher als ich. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Na egal. Sind trotzdem kein Gegner. Für mich. Also eigentlich könnte ich die ganze Folge über Xenoblade schwärmen. Aber ich glaube, das wäre auch nicht so interessant für euch. Aber da werdet ihr viele von sehen. So. Aber ansonsten war es das, glaube ich, erstmal. Eine Pokémon Schwarzwolf weiter.
Striker hat ja South Park. Dann kommt über die Weihnachtszeit was bei uns. Das war gerade ultra assi. Was war das denn, bitteschön? Warum hat das Ding mich so fertig gemacht? Oh. Ah, cool, es hat mich getötet. Oh, ne, doch noch nicht. Ich hoffe, Arti hat nicht ein Lythomid, weil das ist ja schon mal Käferstein oder so. Irgendwas, was meinen Attacken nicht gefällt. Aber wir erreichen Level 20, alles im Lot. Chiokobe, um zu verlieren, hat mich hier ganz unterbestimmt. Ich bin ein Clown, ich konnte den Rest nicht lesen. Wer sich versteckt, verliert seinen Kampf, Geist. Ja, das ist natürlich... Hä, so viele Tränke habe ich ja doch nicht. Ich dachte, ich habe mehr. Hab ich mich wohl vertan? So. Muss ich beide, echt auf beide drücken? Das wäre ja ultra lame. Muss ich echt einfach nur auf beide drücken? Warum kann ich nicht einfach nur auf einen drücken? Oh, ich glaube, hier erscheint nochmal einer. Dann gehe ich doch lieber zu dem. Warum ist da ein Raum? Achso, da ist nochmal so ein Schalter. Ich bin mir ziemlich sicher, hier erscheint irgendein Kerl. Okay, dann nicht. Das ist ein echt scheiß Geräusch. Das tut voll in den Ohren weh. Ah, du stehst nicht ganz in der Mitte. Du kannst nicht durch den... Was soll das denn jetzt hier werden? Warum wurde ich denn hier zurückgeworfen? Jetzt nochmal komplett zurück. Oh Gott, ist das alles complicated. Wer baut denn so eine Arena? Ey? Der findet sich doch selber nicht hier zurecht. Ja, das ist zu weit am Anfang. Alter, wenn du nicht mittig... Ich hab's ja jetzt gecheckt. Diese Arena macht dich leicht aggressiv. Ach, ich konnte ja nochmal nach unten. Ja gut. Boah, Junge. Jetzt geh in die Mitte. Meine Fresse, ey, alter Vater. Wie heißt unser Kerl nochmal? Also wie heißt, wenn ich jetzt dem nicht einen eigenen Namen gegeben hätte, haben die ja immer nochmal einen Namen. Ja, guck mal, ich stehe hier. Jetzt sag ich schon, lass ich jetzt mal ja Pokémon spielen. Geh mir nicht auf die Eier. Wie heißt du? Tore. Oh. Stravico. Level 21. Oh. Erheb den Schwierigkeitsgrad an. Ja, watch out. So. Aber trotzdem einfach weg. Wir besiegen Tore, das war ja schwer. Naja, wäre ich ewig versteckt geblieben. Ja, hoffentlich wäre es irgendwann dran verreckt. Ja, ich verstehe. Diese Behinderten. Ja, komm. Wer denkt sich sowas aus? Und jetzt muss ich da nochmal auf den einen Schalter drücken. Wieso macht ihr mich denn direkt das große Tor auf? Ich hab da jetzt, dürfte jetzt eigentlich alle Kämpfe haben, oder? Wenn ich da jetzt tatsächlich nur nochmal in diesen Raum reingehen muss, nur um diesen Schalter zu drücken, damit ich dann nochmal aus diesem Raum raus kann, nur um dann in den anderen Raum reinzugehen, dann bin ich sauer. Achso, da steht nur einer. Bin ich trotzdem sauer. Findest du denn nicht auch wundersam, dass diese Arena so unfassbar faszinierend wirkt? Nein. Das finde ich nicht wundersam. Arnulf? Arnulf. Aha. Arnulf. Cause why not? A Dog's Bed. Wenn du dich auch nur einmal versuchst, selber zu schützen, ne? Ich habe doch schon in seinen Augen gesehen, dass er eigentlich... Schutzschild einsetzen wollte. Eigentlich können wir wie heißt der Arti gleich mitmachen. Ich glaube, wir müssen uns noch nicht mal wirklich heilen. Dürfte man ja auch so hinbekommen. Haben wir in einer Folge einfach mal die Arena durchgewascht. Arnulf! Ein starker Trainer. Du Bein bist. Oh, guck mal, die Mitte. Oh, ich habe vergessen, den Schalter zu drücken. Ja, das war Teil des Plans. Ach stimmt, da oben ist man ja seiner behinderten Artillerie. Ich vergaß.
Und übrigens, wenn ihr zwischendurch eine Heizung hört, dann liegt das daran, dass die... Ah, nee, ist man doch nicht. Ich dachte, man kommt in so einen Extra-Raum. War das bei Schwarz und Weiß 2 so? Wo man irgendwie nochmal in seiner Galerie dann war? Egal. Du siehst gerade ziemlich crazy aus. Egal. Eigentlich dürften wir dazu hinbekommen, ohne nochmal vorher zum Pokémon-Center zu gehen. Also dann, meine Käfer-Pokémon möchten unbedingt gegen deine Pokémon antreten. Können wir gleich zur Sache kämpfen, wir. Immerhin folge da nicht lang. Eine Herausforderung von Leiter Arti. Ein Rollum. Ja, das ist auch gleich die Musik aus. So, Rollum, auch du dürftest nicht schwer zu besiegen sein. Ich weiß aber nicht, welcher Typ du bist, wenn du... Nein, nicht vergiften. Hauptsache nicht vergiften. Klick der Knopf. Weiter konnte ich nicht lesen. So, erstes Gegner Bummens besiegt. Da weitermachen. Lithomid. Oh, scheiße. Ich hätte wechseln sollen. Wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Weil so komme ich nie weit. Komm. Starmon. Oder Starmo. Ich glaube, du bist nämlich Stein. Du siehst sehr nach Stein aus. Au. Das dürfte dann ja wieder nicht effektiv. Oh doch, ist sehr effektiv. Ja gut, dann bleiben wir dabei, würde ich sagen. Und dann würde ich doch mal glatt sagen, da bleiben wir dabei. Beim Matrifol können wir auch wieder Lavados benutzen. Das ist, glaube ich, wesentlich schlauer. Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von Stravikel, oder? Diese schöne Lady. Die aussieht wie eine Maiskolbe, ja. Sag bloß, ich stehe kurz vor dem K.O. Ach was, noch ist es nicht vorbei. Ah, doch. Schon so ziemlich komplett vorbei. Ja, natürlich. Jetzt haben wir noch seinen einbehinderten Trunk getriggert. Ich glaube, der macht dich nicht komplett voll. Ah, Hypertrank, okay, macht komplett voll. Vielleicht ein Volltreffer? Hm. Ja, guck mal jetzt. Lol, du hast zwei davon. Warum hat der zwei Hypertränke? Ach, ey, jetzt sind nochmal Flügelschlag. Ja, natürlich! Ey, der zögert es aber auch hinaus. Ja, schützt sich selbst hier nochmal gut. Verbrenn doch. So, nice. Das ist effektiv. Natürlich ist das sehr effektiv. Gibt auch sehr, sehr viele Punkte. Ausdauer. Was war nochmal Ausdauer? Jedenfalls nichts, was angreift. Vom Gegner oder von mir? Nee, lass mal. Man kann seine Attacke behalten, Ausdauer nicht erlernen. Hoch ist der Kampf etwa schon vorbei? Hab ich ja gar nicht mitbekommen. Ich hab ja glatt verloren. Du bist echt ein starker Trainer. Yes! Badabam, Junge. So. Miu. Miu. Minun. So, der Arti-Käferorden. Der Käferorden macht ganz schön was her. Irgendwo. Gib mir noch Käfertrutz. Klingt schon scheiße. Naja, der schwächt. Der schwächt echt krass. Ja, ich will gar nicht mit dir reden. Lass mich einfach in Ruhe. So, das war der dritte Orden. Das war krass durchgewascht eigentlich. Kann ich jetzt einfach nur geradeaus nach unten gehen? Nee, leider nicht. Ich wurde schon wieder nicht durch die Mitte gegangen. Ich komme nicht mal raus aus diesem Scheißteil hier. Ich bin auch noch falsch gelaufen. Das ist schon dezent nervig.
Ich würde mir selber nicht so eine Arena bauen. So. Dann würde ich auch schon sagen, das war's für diese Folge. Passt perfekt 15 Minuten. Das war ein Arena-Wash. Also wahrscheinlich bis übermorgen. Bye, bye.